Auf unsere anstehende Cruise. Das ist ja jetzt nicht mehr sehr lange. Wir haben heute den 10. Dezember, am 27. geht's los. Ja, und ich hatte ja schon mal erzählt, da das ja so eine Fanclub-Reise ist, beziehungsweise wir eben auch mit ein paar Freunden vom Fanclub unterwegs sind, hatten wir uns lustigerweise überlegt, dass so, wir auch spezielle T-Shirts dann machen. Und die hat mein Mann jetzt so ein bisschen gestaltet. Ich habe insofern mitgeholfen, dass ich immer mal geguckt habe und gesagt habe, ja, sieht gut aus oder nicht, weil ich bin da halt nicht so talentiert, das dann umzusetzen, sage ich jetzt mal. Ja, und heute kamen die dann auch pünktlich. Ihr seht das schon hinter mir. Wir haben also für 6 Leute, die das wollten, dieses spezielle Shirt, das auch bestellt. Ist jetzt hier angekommen. Und ganz witzig ist es eben gemacht, weil wir oben auf der Vorderseite immer so eine Art Spitzname in Anführungsstrichen haben. Das hat dann auch spezielle Bedeutung für uns, beziehungsweise teilweise für den Fanclub. Dabei ist ein kleines Missgeschick passiert. Eigentlich sollte bei mir First Frosty draufstehen. First, weil viele mal sagen hier First Lady, weil ich eben die Ehefrau von unserem ersten Vorsitzenden quasi bin. Und da ich aber auch so eine Frostbeule bin und schnell friere und viel friere, haben dann irgendwann mal die Leute gesagt, du bist sowas wie First Frosty. Jetzt hat aber mein Mann da First Lady draufgeschrieben und ich gestehe, als ich das Ganze dann angeguckt habe und wir das nochmal zusammen angeguckt haben, habe ich nur auf das Design geguckt und gar nicht darauf, dass er eben statt First Frosty First Lady geschrieben hat. Aber gut, so what? Das ist das kleine Übel und es gibt Schlimmeres im Leben und von daher ist es trotzdem ganz toll geworden. Und wie diese T-Shirts im Detail aussehen, das zeige ich euch natürlich jetzt auch noch eben. Ja, wie ihr seht, also rote T-Shirts natürlich. oben habe ich hier jetzt gerade mal das Shirt von unserer Prinzessin erwischt. Das ist jetzt nicht, wie man meinen könnte, eines unserer weiblichen Mitglieder, sondern der ist bei uns im Orga-Team, das ist der David. Und irgendwann ist da irgendwann mal entstanden, dass er Prinzessin genannt wird. Keiner weiß mehr so genau, warum und wie, aber das hat er jetzt weg und deshalb steht auf seinem Shirt jetzt Prinzessin. Ja, dann haben wir, das ist also die Vorderseite, ne? Dann haben wir hier vorne ein Bild von unserem Schiff, mit dem wir reisen werden, die Oasis of the Seas und natürlich auch im passenden Hafen, nämlich im Hafen von Miami. Ja, wundert euch nicht, das ist jetzt nur so, so gebogen sieht das aus, weil das Shirt natürlich so hängt, ansonsten ist das schon gerade gedruckt. Ja, und das haben wir halt vorne jetzt drauf gemacht. Und natürlich ist aber auch die Rückseite noch bedruckt, aber so sieht das Ganze dann, wenn man das mal ein bisschen weiter dann hat, so im Ganzen aus. Ja, und dann zeige ich euch noch die Rückseite. Auf der Rückseite haben wir dann einmal oben Bayern Fanclub und dann Emsland, weil Emsland eben unser Name ist. Das Ganze eben, diese Schrift, das ist auch ganz cool, dass man das da machen konnte, eben in den Farben der amerikanischen Flagge oder in dem Design. Ja, wir hätten eigentlich gerne da drauf gehabt, wie es auch richtig heißen sollte, FC Bayern Fanclub Emsland. Aber das darf aus rechtlichen Gründen nicht und das ließ sich so auch nicht mal dann deswegen im Programm eingeben. Wir wollten jetzt auch nicht extra das Ganze noch wieder beim FC Bayern schriftlich beantragen und genehmigen lassen, denn das dauert ja auch alles seine Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, verzichten wir da drauf. Auch unser Fanclub-Logo haben wir nicht eingebaut, weil für jedes T-Shirt, das man dann neu machen muss oder für jede Sache, die man macht, müsste man das im Prinzip wieder genehmigen lassen. Und da haben wir gesagt, nee, dann machen wir halt wirklich nur Bayern Fanclub Emsland. Jeder weiß ja, worum es geht. Ja, und das steht dann oben drauf. Und dann haben wir hier hinten, wie man das so kennt, ein Bild mit der Route. Es geht dann eben von Miami los nach Labadie. Das ist ja die Privatinsel von Royal Caribbean. Das ist Haiti. Dann, da sind wir übrigens dann Silvester, werden wir dann über Tag verbringen und abends geht's dann quasi auf See ins neue Jahr und das verbringen wir dann in Falmouth, das ist Jamaika. Ja, und von da aus nochmal Cozumel, dazwischen sind halt auch noch Seetage. Und von daher hat man da dann noch Zeit, das tolle Schiff so ein bisschen zu genießen. Wenigstens alles kriegt man da nicht. Also mein Mann und ich kennen ja das Schiff. Für die anderen, die mitkommen, ist das komplett neu. Für zwei Leute ist sogar das ganze Thema Kreuzfahrt ganz neu. Von daher, ja.
Ja, und da unten haben wir dann noch eben das On Cruise, sprich, dass wir dann FC Bayern oder Bayern Fanclub Emsland On Cruise sind. Nicht mal on Tour, sondern diesmal On Cruise. Und da unten dann eben noch das Reisedatum, wobei wir jetzt wirklich nur das von der Kreuzfahrt genommen haben. Wir kommen ja etwas früher in Miami an und bleiben dann auch noch, fliegen ja auch erst am 6. abends zurück. Aber wir haben jetzt nur das von der Cruise genommen. Ja, und so sieht das Ganze aus. Und ich finde eigentlich, dass die recht cool geworden sind. Mir gefällt das. Ist dann auch eine schöne Erinnerung an diese Kreuzfahrt, die hoffentlich mindestens genauso genial wie die erste Fanclub-Kreuzfahrt, die wir hatten. Ja, und die Planungen laufen schon für 2021. Da sind auch schon wieder welche, die schon gesagt haben, ja, komme ich auf jeden Fall mit. So, und vielleicht noch ein paar Neulinge dabei. Ja, aber auf jeden Fall freuen wir uns da riesig drauf. Und ja, dann schauen wir mal das soweit wieder zu den nächsten Vorbereitungen. Und bald geht es dann auch wirklich los, denke ich mal, dass dann die viele andere Videos werden wahrscheinlich nicht mehr kommen, auch so nicht. Denn Weihnachten und so weiter liegt ja noch dazwischen, da ist noch viel zu tun. Und dann wird es bald wirklich mit den Videos losgehen, die dann die Reise, die Anreise, wie auch immer, und dann eben die Kreuzfahrt zeigen. Ja, und bis dahin wünsche ich euch erstmal, zumindest falls wir uns wirklich nicht mehr vor Weihnachten hören, schöne Feiertage. Und dann hören wir uns nach Weihnachten wieder mit den Cruise-Erlebnissen.